erstmal Pfand abgeben und dann mache ich was, was ich sehr, sehr lange nicht gemacht habe. Und zwar ein physisches Album erwerben. Was ist denn hier der Unterschied? Na, keine Ahnung, ich bin ein Fanboy, ich nehme das Bessere mit. Weil es ist ja teurer, es muss auch besser sein. Vielleicht sieht man den Herr Lindemann ja nackt. Dieses Premium-Album ist daraus aufgebaut. Hier vorne ist ein Booklet drin. Hier ist die CD. Die sieht echt nice aus. Und ja, mit dieser Hülle. Schön eingefasst, würde ich mal behaupten. Dann ist das ja die Umverpackung. Mit so einem schönen Golddruck. Boah, ist schon ganz nett. Für einen alten Fanboy wie mich. Und dann haben wir hier das Booklet mit den Texten drin. Und echt krassen Fotografien. Auch die Druckqualität ist extrem. Aber ja, das hat Rammstein ja schon immer gut gemacht. Das, was ihr hier vor euch seht, das ist eine Stereoanlage. Die hat kein Bluetooth. Hier verbindet man alles mit Kabel. Das ist eine 3,5 mm Klinke. Ich könnte mein Handy hier gar nicht anschließen zum Beispiel. Also ich habe irgendwie einen Adapter. Ja, hier oben kommt die CD rein, also das Album. Und dann kann man auf Play drücken und dann spielt die Musik ab. Irgendwie mit irgendwelchen Lasern und einer ganzen Menge Magie. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Gut, ich werde mir dieses Album jetzt wirklich 44 Minuten lang reinziehen, während ich meine Asianudeln fresse und mich nichts anderem widmen als der Musik. So sollte man ein neues Meisterwerk, was rauskommt, auch genießen. Es ist einige Jahre her, dass ich meine physische CD einfach nur gekauft habe und mir wirklich Zeit genommen habe, das alles zu hören. Ja, so wie dazu. Aber dieses Album hat es verdient. Ich habe es jetzt gehört und zwar sehr ausführlich, mich konzentriert und das Ganze genossen. Also letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, sondern letztes Mal beim letzten Album, da war meine Meinung ja sehr negativ zu dem Ganzen. Ich habe viele Songs verglichen mit älteren Songs und die haben bei mir einfach nicht dieselben Emotionen ausgelöst wie die neuen. Also die alten. Und ja, im Nachhinein jetzt, ein paar Jahre später, ich war auch auf der Tour. Ich werde jetzt auch auf der kommenden Tour zweimal dabei sein, in Prag und in Lyon in Frankreich. Und ja, nach diesen Konzerten hatten wir sowieso nochmal eine andere Bindung zu diesen Songs. Und ich muss auch mittlerweile sagen, es gibt, also ich sag mal so, fast alle bis so auf 4 Songs auf dem letzten Rammstein-Album mit dem Streichholz sind jetzt in meinem Herzen so. Fühle ich brutal und die liebe ich mittlerweile. Ja, bei dem Anhören hier dachte ich mir erstmal, also was ich sehr stark festgestellt habe, dass nicht alle Songs die gleiche Qualität haben irgendwie. Also jedenfalls hatte ich so das Gefühl, einige sind hier sauberer, cleaner gemischt, klingen irgendwie besser. Hatte ich so das Gefühl. Die erste Hälfte des Albums gefällt mir viel weniger als die zweite. Die zweite Hälfte des Albums ist einfach perfekt, finde ich. Ich gehe mal die Songs durch. Also das Intro, beziehungsweise Armee der Tristen, ja, wild auf jeden Fall. Zeit kennen wir ja schon. Ist jetzt aber auf jeden Fall nicht mein Lieblingssong. Keine Frage. Weiß ich nie. Habe ich jetzt auch schon sehr oft gehört. Nie der Beste. Schwarz gefällt mir zum Beispiel nicht. Die Hook, also der Refrain, erinnert mich immer wieder an Hilf mir. Sehr stark. Ich finde auch, da wurde zu viel recycelt. Und ja, Schwarz ist für mich das schlechtere Hilf mir mit einer schlechteren Story. Giftig ist sehr interessant, wenn man es fühlt, auf jeden Fall. Zickzack finde ich auch gut von der Message her vor allem und ja, vom Sound auch. Okay, also ohne Kondom, absolut geisteskrank. Und ja, also diese ohne Kondom und dicke Titten sind ja so die krankesten Songs, wo scheinbar so richtig dieser Lindemann durchkommt. Also mein Lieblingsalbum ist ja wirklich Liebe ist für alle da. Danach kommt für mich persönlich Sehnsucht, weil das knallt einfach am meisten rein und auch bei Liebe ist für alle da so viele Songs, so viele geisteskranke Texte. Für mich ist das perfekte Rammstein-Album. Und ja, die beiden Songs auf jeden Fall sehr, sehr krank und feiere ich auch. Meine Tränen auch auf jeden Fall gut. Sehr, sehr starker Song. Angst ballert am geilsten rein, finde ich.
von allen. Ich habe das Musikvideo noch nicht gesehen, bin aber sehr gespannt. Das kommt erst noch raus. Also das Video entsteht vor dem Release des Musikvideos. Aber Angst auf jeden Fall heftig, wie es abgeht. Ja, Digititen, es ist so krank. Also, ja, aber geil. Ich fühle den Song auch. Lügen ist auf jeden Fall auch ein Song, den ich in vielerlei Hinsicht gefühlt habe, vom Text her. Und das Lied Adieu ist wirklich ein heftiger Abschied. So wie ich das jetzt verstanden habe, hört Rammstein diesmal wirklich auf und das ist das letzte Album. Er wurde ja schon mal irgendwie gesagt, die haben sich für tot erklären lassen, bla bla bla, und dann kam noch was. Ich gehe mal davon aus, dass diesmal wirklich das letzte ist, was ich sehr, sehr schade finde. Und ja, deswegen bin ich auch zweimal noch dabei, was die Tour angeht. Und ja, alles in allem ist der Song, ist das Album für mich sehr, sehr stark. Auf jeden Fall der erste Eindruck, besser als beim letzten Mal. Ich denke mal, also ich mag nur Schwarz nicht. Giftig, ja, nie so ganz mein Ding. Und dann muss ich mal schauen. Meine Lieblingssongs sind auf jeden Fall Angst. Adieu. Zeit ist auch eigentlich krass, aber ich weiß nicht. Ich weiß irgendwie nicht, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Zickzack ist auf jeden Fall krank, Ohne Kondom ist auch krank. Angst ballert am meisten. Angst ist wirklich mein Lieblingssong. Armee der Tristen kommt danach, würde ich sagen. Und ja, es ist für mich ein mystisches Album, weil die Themen nicht so sind, dass ich mich da richtig drin sehe, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich zu holen. Also ich werde es so oft wie möglich hören, damit ich natürlich dann bei den Konzerten mit singen kann. Was ist eure Meinung zum Album? Also ich finde diesmal den ersten Eindruck besser als beim letzten. Die zweite Hälfte des Albums ballert auf jeden Fall mehr als die erste Hälfte. Und ja, danke fürs Anschauen. Kauft euch das Album, Link in der Beschreibung. Und man sieht sich auf dem Konzert.